Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock stürzt sich in den nächsten bewaffneten Konflikt. Nach dem Militärschlag gegen Israel am Wochenende schießt sie so heftig gegen den Iran, dass dort sogar der deutsche Botschafter einbestellt wurde. Wegen, Zitat, unverantwortlicher Äußerungen. Warum das brandgefährlich ist und warum viele Länder auf der Welt den iranischen Schlag nicht verurteilen, das erfahren Sie in der heutigen Ausgabe vom Brennpunkt des Tages. Jetzt geht's los. Der vergangene Sonntag, der 14. April, ist schon jetzt ein historisches Datum, denn an diesem Tag hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Islamische Republik Iran einen direkten Angriff auf den erklärten Erzfeind Israel durchgeführt. Israel wurde in der Nacht mit Hunderten Drohnen und Raketen beschossen. Noch am selben Tag gab es international Stellungnahmen und die grüne Außenministerin hat sich sehr schnell zu Wort gemeldet, sehr laut zu Wort gemeldet. Sie hat den Angriff aufs, Zitat, allerschärfste verurteilt. Das ist auch immer schön zu beobachten. Scholz verurteilt den Angriff scharf, sie verurteilt ihn aufs Allerschärfste. Da gibt es ja immer so ein bisschen interne Konkurrenz in der Ampel. 180 Grad, 360 Grad, ja. Genau, man kennt's. Und sie hat dann auch schnell mit Sanktionen gedroht gegenüber dem Iran. Und sie hat sich in Verbindung gesetzt mit einem Mitglied des israelischen Kriegskabinetts, Benny Gantz. Und mit dem hat sie über eine globale Front gegen den Iran gesprochen am Telefon, zumindest wenn man dessen Äußerungen Glauben schenken mag. Und das ist also ein Kurs, der nicht gerade nach Diplomatie klingt. Wir können auch noch mal reinschauen in die Stellungnahme von Baerbock vom Sonntag. Wir verurteilen den direkten iranischen Angriff auf das Staatsgebiet Israels auf das Schärfste. Israel gilt die volle Solidarität Deutschlands. Das Regime in Iran hatte Vergeltung für einen Luftschlag in Damaskus angekündigt. Heute Nacht hat Teheran eine ganze Region beinahe ins Chaos gestürzt. Dank Israels funktionierender Luftabwehr und starker Partner wurde der Angriff bis auf wenige Geschosse abgewehrt. Ja, ich habe es bereits gesagt, in Teheran wurde der deutsche Botschafter in die Botschaft zitiert. Kurz darauf hat Berlin den iranischen Botschafter zu sich herbeigerufen. Das heißt, die Beziehungen sind natürlich absolut schockgefrostet. Wie bewertest du die Äußerung von Baerbock? Naja, der Pferdefuß an allen westlichen Äußerungen, inklusive Frau Baerbock, ist, dass der Verursacher der Eskalation nicht beim Namen genannt wird. Die Eskalation war jetzt nämlich nicht am Wochenende, sondern der Schritt über den Rubikon war am 1. April, als Israel mit Raketen angegriffen hat, die iranische Botschaft in Damaskus. Dabei gab es 13 Todesopfer, darunter mehrere Offiziere der Revolutionsgarden des Iran, zwei Generäle. Mhm. Beim Angriff des Iran am Wochenende gab es keine Todesopfer. Jetzt wird gesagt, Iran hat israelisches Staatsgebiet angegriffen, aber auch der Angriff auf eine Botschaft, wie am 1. April in Damaskus, ist ein Angriff auf Staatsgebiet des Botschaftsbesitzers, in dem Fall des Iran. Das deswegen stimmt. Hat Iran gesagt, der Gegenschlag ist sozusagen die nach UNO-Charta erlaubte Inanspruchnahme des Rechts auf Selbstverteidigung. Ja. Okay, bevor wir das jetzt alles weiter diskutieren, wollen wir mal zurückblicken, wie eine verantwortungsbewusste Bundesregierung sich in solchen Fällen früher verhalten hat, bevor die Baerbocks und so weiter die Politik gemacht haben. Und zwar schauen wir zurück ins Jahr 1973 mit Bundeskanzler Willy Brandt, damals noch von der SPD. Im Jahr 1973 gab es den Yom Kippur-Krieg. Das war ein Angriff der arabischen Staaten unter Führung von Ägypten auf Israel. Hm. Also okay, die Araber haben angegriffen. Trotzdem hat die Bundesregierung damals gesagt, wir sind in diesem Konflikt nicht nur nicht Kriegspartei, sondern wir sperren auch den Amerikanern die bundesdeutschen Häfen für Waffennachschublieferungen für Israel. Wahnsinn. Weil Israel ist nicht Teil der NATO und deswegen ist es nicht unser Business und die Amerikaner dürfen auch nicht Deutschland missbrauchen als Drehscheibe für die Israel-Belieferung. So war die Stellung eines verantwortungsbewussten deutschen Kanzlers damals. Ja, also das ist wirklich gut, sich nochmal vor Augen zu führen. Und man muss ja auch bedenken, dass
Syrien nicht nur an diesem 1. April von Israel bombardiert worden ist, sondern eigentlich ständig. Also ständig werden in Syrien vermeintlich pro-iranische Gruppen oder iranische Einheiten bombardiert durch Israel. Und Syrien, darf man nicht vergessen, ist ein souveräner Staat. Das heißt, eigentlich ist das ganze Ding völkerrechtswidrig, was Israel da abzieht. Und du hast es erwähnt, dieser Angriff vom 1. April, das war ja wirklich eine Attacke auf die höchste militärische Spitze des Iran, weil da wurden zwei wirklich sehr ranghohe Generäle getötet. Der eine war sogar Operationschef der Revolutionsgarden im Raum Syrien und Libanon. Das heißt, ein Angriff auf die Spitze der Islamischen Republik Iran. Und man muss ja auch bedenken, dieser Angriff des Iran vom Wochenende, der war angekündigt. Das war seit einer Woche bekannt. Das heißt, ich vermute, der sollte auch gar keinen Schaden anrichten. Es wurde sogar den Amerikanern Bescheid gegeben. Das heißt, alle Verbündeten Israels wussten von vornherein Bescheid, dass was passieren wird. Deswegen konnte natürlich auch ein Großteil der Drohnen und Raketen abgefangen werden. Und du hast es gesagt, es wurde keiner getötet, es wurden keine Zivilisten getötet, es wurde penibel darauf geachtet, dass nur militärische Ziele attackiert werden. Und das ist natürlich auch ein starker Kontrast zu dem, was Israel im Gazastreifen anrichtet, nämlich ein völlig wahlloses Massaker, über 100.000 Tote und Verletzte, und es geht immer weiter nach oben. Und da hält sich Baerbock natürlich absolut zurück. Da sagt kein westlicher Politiker, gut, Joe Biden hat es ein bisschen kritisiert, aber Verhalten, ja, im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber Baerbock zum Beispiel hat dazu bisher gar nichts groß gesagt. Das ist ja das Besondere an der Bundesregierung. Die Ampel leistet weniger Kritik an der israelischen Politik der verbrannten Erde im Gazastreifen als die USA. Ja. Die USA sagen immer wieder, ihr müsst auf die Verhältnismäßigkeit achten. Okay, das sind auch Lippenbekenntnisse, weil die Waffenlieferungen der USA gehen ja auch weiter. Aber die sagen wenigstens was. Mhm. Die deutsche Außenpolitik ist vollkommen der Vasall Israels. Ja. Noch ein witziges Zitat von Baerbock, der Iran sei jetzt isoliert in der islamischen Welt. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil man kann beobachten, durch diese schrecklichen israelischen Bombardements ist die islamische Welt eigentlich noch näher gegen Israel zusammengerückt. Und der Angriff vom Wochenende, der kam nicht nur aus dem Iran, der kam eigentlich von ringsumher, also aus dem Jemen, aus dem Irak, aus Syrien, aus dem Libanon. Also von überall her wurde Israel beschossen. Und die islamische Welt steht eigentlich vereinter da als je zuvor. Umso größer ist natürlich das Eskalationspotenzial. Also heute tagt da das Kriegskabinett von Israel, um einen Gegenschlag zu diskutieren. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ein militärischer Gegenschlag kommen wird. Also gerade Netanyahu ist ja ein absoluter Hardliner, der gesagt hat, wir werden kaltblütig und entschlossen reagieren. Und du hast mal drüber geschrieben in einer vergangenen Kompakt. Es gibt ja auch einige Apokalyptiker da an der israelischen Staatsspitze, die genau von so einer Konstellation geträumt haben. Also die diesen Konflikt wirklich bis aufs Ganze, bis auf die höchste Stufe eskalieren wollen, um dann die große Entscheidung herbeizuführen. Ja. Also ganz wichtig ist nochmal der Punkt, du hast jetzt gesagt, es haben sich auch andere an dem Angriff auf Israel beteiligt, aber alle haben sich penibel an die Vorgabe gehalten, es soll keine Opfer geben. Ja. Das heißt, es wurde beschossen, im Grunde menschenleeres Gebiet auf den Golanhöhen, was ja Israel seit 1967 besetzt hält, das ist syrisches Territorium. Und in der Negev-Wüste wurde ein Militärstützpunkt angegriffen. Aber keine Ballungszentren, keine Großstädte, und deswegen gab es auch keine Toten. Und du hast auch ganz richtig gesagt, der Angriff war angekündigt und man hat in der Hauptsache Drohnen eingesetzt, die sehr langsam fliegen. Die sind ja 8 Stunden in der Luft gewesen. Das heißt, da konnte sich der israelische Iron Dome gut kalibrieren, und die Amerikaner haben auch ihre Luftabwehr bereitgestellt. Die Franzosen waren auch aktiv. Also da, ein amerikanischer Beobachter hat gesagt, im Grunde hat der Iran keinen Militärschlag geführt, sondern eine Lightshow gemacht. Also man sieht es ja auch auf den Bildern, ja, die Raketen ziehen ihre Bahn, die Drohnen kommen angeschwirrt. Und damit hat der Iran demonstriert, wir können euch erreichen, aber fürs Erste wollen wir euch nicht blutige Opfer bescheren. Ja. Und wenn es jetzt gut läuft, dann hat ja der Iran hat ja auch gesagt, das war unsere Reaktion auf den Terrorangriff auf Damaskus, auf unsere Botschaft. Wir haben es euch gezeigt, damit soll es zu Ende sein. Amerikaner, haltet euch raus. Ja. Wenn es jetzt gut läuft, dann bleibt dabei, weil dann hat
der Iran gezeigt, er kann, wenn er will, er kann noch mehr. Und die Israelis können sagen, okay, wir haben es abgefangen. Hm. Somit ist für beide Seiten eigentlich Gesichtswahn. Aber wir haben das Problem, in der israelischen Regierung sind die Leute weniger kalkulierbar als in der Regierung des Iran, muss man sich mal vorstellen. Hm. Weil da gibt es eben diese verrückten Apokalyptiker, die den Krieg unbedingt wollen. Die wollen die Amis mit in den Krieg reinreißen, die Deutschen kommen sowieso mit und wollen immer weiter provozieren. Ich meine, Gaza selber hat nicht gereicht. Das Schlachten, da geht ja weiter. 35.000 Tote, zwei Drittel Frauen und Kinder. Hat noch nicht gereicht, ja. Und jetzt will man schon den nächsten Gegner mit reinziehen. Vielleicht können wir noch mal über die Rolle von Amerika und Russland sprechen in diesem Konflikt. Das ist ja auch interessant. Die Amerikaner, die halten sich ja bemerkenswert zurück eigentlich. Liegt vielleicht auch daran, dass der Iran ja strategisch, geostrategisch gesehen, eine unfassbar wichtige Rolle spielt. Also es gibt ja diese Straße von Hormus, das ist eigentlich der wichtigste das wichtigste Druckmittel, was der Iran hat, weil diese Straße verbindet den Persischen Golf mit dem Indischen Ozean und darüber wird ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls verschifft. Das heißt, das ganze Rohöl, das ganze Erdgas aus den Golfstaaten läuft über diese Meerenge und der Iran könnte jederzeit sagen, wir machen diese Meerenge dicht und dann sind natürlich alle Staaten, die aufs Öl angewiesen sind, extrem unter Druck. Und Joe Biden hat natürlich jetzt innenpolitisch auch eine Menge Druck. Donald Trump sitzt ihm im Nacken. Und ich glaube, er weiß auch, wenn er sich jetzt in das nächste Kriegsabenteuer reinstürzt nach der Ukraine, dann wird das weitere Milliarden fressen und ihm nicht gerade Pluspunkte bringen im Rennen ums Weiße Haus. Ja, also die Sache ist ja, zwei Kriegsschauplätze sind für die USA, für die EU sowieso nicht zu verkraften. Denn so viele Waffen haben die Amis auch nicht, dass sie Zelensky beliefern können und Netanyahu. Also wenn jetzt ein Krieg gegen den Iran vom Zaun gebrochen wird seitens von Israel, dann kann man die Ukraine von amerikanischer Seite aus vergessen. Also dann ist da Pumpe, ja. Und andererseits, die Russen wollen im Grunde aus demselben Grund auch da unten deeskalieren, denn Iran beliefert die Russen für den ukrainischen Kriegsschauplatz. Wenn Iran selber Krieg führt, dann brauchen sie das Zeug selber. Ja. Und ich wollte noch mal zur iranischen Reaktion kommen. Also ihre Botschaft ist angegriffen worden. 13 Tote, zwei hohe Generäle. Schauen wir uns mal an, wie die USA umgegangen sind, als ihre Botschaft angegriffen wurde. Nämlich 1978 gab es ja die sogenannte Islamische Revolution im Iran und der Khomeini kam an die Macht. Und dann haben wilde Fanatiker, Studenten oder was, haben die amerikanische Botschaft besetzt und Geiseln genommen. Und der damalige Präsident Jimmy Carter hat gesagt, das können wir uns nicht bieten lassen, ist unsere Botschaft, unser Hoheitsgebiet, ist ein Angriff auf Amerika. Und hat ein Hubschrauberkommando geschickt, das den Iran und die iranische Hauptstadt angreifen sollte. Wahnsinn. Also Staaten können sich das nicht bieten lassen, dass ihre Botschaften sozusagen kaputt gemacht werden von Angreifern. Und okay, jeder kennt dieses Beispiel aus dem Jahr 1978. Netanyahu hat es auch kennen müssen. Er wusste, er kann in Syrien alles Mögliche angreifen, ohne dass ihm was passiert, weil die syrische Luftabwehr zu schwach ist. Aber er hat ausgerechnet ein Ziel rausgesucht, wo er davon ausgehen musste, dass ein Gegenschlag erfolgt. Das heißt, er will das. Der Netanyahu will den Krieg eskalieren. Aus seiner Sicht vielleicht verständlich, weil er hat ja noch nie so schlecht dagestanden in der Wählergunst. Ja, Putin hat ja im Gegensatz zu Baerbock und Co. den Angriff überhaupt nicht verurteilt. Was ja auch daran liegt, dass die Beziehungen zwischen Russland und Israel mittlerweile völlig im Eimer sind. Also Israel sieht es natürlich sehr kritisch, wenn Russland sich zum Beispiel für die Zwei-Staaten-Lösung einsetzt. Andersrum sieht es Israel sehr kritisch oder sieht es Russland sehr kritisch, wenn Israel Syrien bombardiert, illegal. Das heißt, da ist einiges zerbrochen. Ich weiß noch, es gab mal Bilder von Netanyahu und Putin, wie sie sich präsentiert haben vor der Kamera, als wären sie beste Kumpels. Ja? Also es gab mal bessere Zeiten für die russisch-israelischen Beziehungen. Hat sich sehr verändert und das finde ich so interessant an den beiden
Konfliktherden Ukraine und Gaza, dass sich mittlerweile so die internationalen Frontlinien angleichen. Also jetzt hat man ungefähr so dieselbe Konstellation von Staaten, die sich gegenüberstehen. Und das ist ja auch dieselbe Konstellation wie im möglichen Konfliktherd Taiwan und auch in Afrika, in der Sahelzone zum Beispiel. Das heißt, die ganze Welt formiert sich eigentlich in so einer neuen kalte Kriegskonstellation und das wird eben auch durch die jetzige Eskalation verschärft. Hat ja auch gestern Zelensky gesagt, er hat dazu aufgerufen, dass jetzt der sogenannte Wertewesten den gesamten BRICS-Block bekämpft. Also die Russen, die Chinesen und eben auch die Iraner als im Augenblick Hauptengagierte werden da als ein Gegner gesehen. Und tatsächlich gleichen sich die Fronten entsprechend an. Ja. Ja. Und Putin hat lange versucht, es zu vermeiden. Er hat versucht, einen guten Draht zu Netanyahu aufrechtzuerhalten. Dabei spielte auch diese Endzeit-Sekte der Schabbat-Lubavitch eine Rolle, die jetzt diesen riesigen Einfluss in der israelischen Regierung hat und die behauptet, das Wichtigste ist nicht die Verteidigung Israels, sondern das Wichtigste ist, dass der Messias kommt. Und der Messias kommt erst, wenn Armageddon da ist. Und deswegen müssen wir Armageddon herbeiführen. Mhm. Also völlig durchgeknallte Typen. Und Netanyahu gehört dazu, auch andere Minister in seiner Regierung. Und, aber Putin hat zu der Sekte auch immer guten Kontakt gehabt. Und ich glaube, er hat eine Zeit lang versucht, einen Deal zu machen, dergestalt, dass er gesagt hat, okay, wir halten uns im Nahen Osten zurück als Russen und ihr als Israelis haltet euch in der Ukraine zurück. Ja, und, aber dieser Deal ist zerbrochen. Die israelische Regierung steht ja offen auf der Seite von Zelensky und da sind Ausbilder und da werden jetzt auch Waffen geliefert, was lange Zeit nicht der Fall war. Ja. Im Iran gibt es natürlich auch völlig Verrückte, darf man nicht verschweigen. Aber wir haben ein paar Bilder gefunden aus dem Nachtleben von Teheran, die eigentlich beeindruckend sind, weil die ein völlig anderes Bild vermitteln als das, was man hier verbreitet, landläufig. Ja. Also man kann es kaum glauben, ja, aber das sind wirklich authentische Aufnahmen von einem Reiseblogger. Und man sieht da aufgebrezelte Bräute ohne Kopftuch, hochhackige Schuhe, möglichst viel Haut zu sehen. Ja, also man kann sich es eigentlich überhaupt nicht vorstellen, aber offenbar ist das Mullah-Regime doch nicht ganz so repressiv, wie es immer gesagt wird. Ja. Also es ist völlig verrückt, was hier über den Iran verbreitet wird. Es ist totale zionistische Hetze. Ich meine, okay, es ist eine islamische Republik, aber auch da kann man seinem Lebensstil frönen, wie wir gesehen haben. Und es hat überhaupt nichts zu tun mit dem Steinzeitregime jetzt in Afghanistan oder in Saudi-Arabien. Ich meine, im Iran sind 65% der Hochschulabsolventen sind Frauen. Hm. Und natürlich dürfen die Auto fahren. Ja. Ja, und die Juden sind im Iran überhaupt nicht verfolgt. Die Juden haben eigene Parlamentsabgeordnete, die haben ihre Synagogen da. Ich war im Iran 2012, ich habe das alles gesehen. Also die Iran ist für nahöstliche Verhältnisse ein moderner Staat. Okay, ich will diese Herrschaftsform nicht hier haben, die passt nicht zum Abendland, aber für die dortigen Verhältnisse ist sie adäquat. Und wie alle Wahlen gezeigt haben, steht der Großteil der Leute hinter dieser Regierungsform. Tut mir leid. Seinem Lebensstil frönen konnte man auch, um damit eine Überleitung zu schaffen, am Samstag bei uns bei der Blauen Welle in Sonneberg. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Ja, also am Samstag war ja die Blaue Welle in Sonneberg, das heißt unsere große Volksfest-Tournee für den politischen Wandel im Land. Wir haben ja angefangen, 30. März in Velten mit vielleicht 600 Leuten. Diesmal waren es noch mehr, über 700 würde ich mal schätzen. Bestes Wetter und tolle Reden und die Musik stand im Mittelpunkt, Björn Banane war da und natürlich haben wir auch Reden gehalten gegen die ganzen Politverbrecher, die uns da jetzt ins Elend stürzen und umfolgen und einen Krieg nach dem anderen. Aber der Unterhaltungscharakter, der Spaßcharakter soll bei der Blauen Welle ganz dominant sein. Björn Banane ist auf den Tisch gesprungen und hat da die Leute bespaßt. Das war Wahnsinn. Ja, ja, eine Menge war mitgerissen. Absolut, ja. Und wir machen weiter, liebe Zuschauer, am 27. April mit der Blauen Welle in Zittau, im sächsischen Zittau. Da werden wir wahrscheinlich noch mehr Leute werden. Also merken Sie sich den Termin vor. Der Eintritt ist immer frei. Ja, das sind ja Volksfeste.
Aber für uns ist das eine teure Angelegenheit. Wir haben natürlich die Technik, die Bühne war sehr teuer, die haben sie mit ihren Spenden mitfinanziert, aber auch die einzelnen Veranstaltungen kosten Geld, Fahrt und Unterkunft und Bühne und Security und Anmeldung. Ungefähr ja, waren 4.000 Euro, die wir da am Wochenende bezahlt haben und sind natürlich sitzen geblieben auf einem Teil der Kosten. Deswegen hoffen wir auf Ihre Spenden. Liebe Zuschauer, wenn Sie gut finden, dass wir solche Veranstaltungen machen, lassen Sie uns eine Spende da. Unten sind die Informationen eingeblendet. Wir sehen gleich nachher noch einen Ausschnitt vom Samstag in Sonneberg. Kommentieren Sie gern wieder mit, abonnieren Sie gern unseren Kanal, dann bleiben Sie auf dem Laufenden und verpassen kein Video mehr. Und morgen geht's in alter Frische weiter mit dem nächsten Brennpunkt des Tages, wie immer natürlich 20 Uhr. Einschalten lohnt sich und jetzt nochmal ein kleiner Ausschnitt von unserem Blaue Welle Fest in Sonneberg. Ja.